Einen guten Morgen und herzlich willkommen hier im Gottesdienst am ersten Sonntag nach Weihnachten hier aus Endingen. Wir feiern heute einen gemeinsamen Gottesdienst in unserer Gesamtkirchengemeinde Steinach-Schliechental und wir freuen uns, wenn wir mit Ihnen an den Bildschirmen verbunden sind. Ob Sie nun aus Täbingen oder aus Schömberg oder aus Erzingen oder aus Endingen oder einem der Orte dazwischen oder darüber hinaus zuschauen und mit uns feiern. Schön, dass Sie dabei sind. Wir freuen uns und wir zollen Ihnen Respekt jetzt 4 Tage, 4. Feiertag nach Weihnachten, dass Sie doch dabei sind, dass Sie Ausdauer zeigen. Sie werden es nicht bereuen. Traditionell ist das Thema des ersten Sonntags nach dem Weihnachtsfest all das, was nach der Geburt Jesu passiert ist. Seine Beschneidung, seine Darstellung im Tempel, wir werden nachher davon hören. Traditionell wird in diesem Gottesdienst viel gesungen. Wir werden also viele Lieder hören und Sie zu Hause an den Bildschirmen sind eingeladen, einfach laut mitzusingen. Und traditionell gibt es heute wieder eine weihnachtliche Geschichte. Wir dürfen also gespannt sein. Ich grüße Sie an diesem Morgen mit dem Weihnachtsevangelium aus dem Johannesevangelium. Dort heißt es, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Im Namen dieses Gottes feiern wir auch diesen Gottesdienst. Im Namen des Vaters, der an Weihnachten uns sein Herz gezeigt hat. Im Namen des Sohnes, der an Weihnachten seine Heimat verlassen hat. Und im Namen des Heiligen Geistes, der an Weihnachten ganz konkret zu uns spricht. Amen. Es gibt 10.000 Gründe, diesen Gott zu loben und das werden wir jetzt hören. Sing, bitte dich.
Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? And the sleeping child you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy would give sight to Und nun lasst uns mit den Worten von Maria Gott loben. Wir sprechen diese Worte ganz gemeinsam. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron
und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Amen. Barmherziger Gott und Vater, wir haben allen Grund, dich zu loben. Unsere Herzen erheben deinen Namen und unser Geist jubelt dir zu. Du kennst unsere Fragen und Sorgen, unsere tiefsten Ängste und Befürchtungen. Dir ist nichts fremd, was uns bedrückt oder deprimiert. In deinem Sohn Jesus Christus hast du dich unser angenommen und hilfst uns auf. Er ist bei uns in aller Angst, beruhigt unsere Sorge und nimmt die Furcht an sein Herz. So ist er bei uns alle Tage. Er kennt die Wege aus Krankheit und Not, aus Trauer, ja sogar aus dem Tod. Dafür danken wir dir und bitten dich, schenke uns die Erfahrung deiner Nähe, den Trost deiner Worte, die Kraft deiner Liebe und die Stärke deiner Hoffnung. Herr, komm in unsere Mitte und höre uns, wenn wir dir sagen, was uns persönlich bewegt, jetzt in der Stille. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Amen.
am heutigen ersten Sonntag nach Weihnachten denken wir an das, was nach der Geburt Jesu geschehen ist. Am achten Tag nach seiner Geburt wurde Jesus wie jeder Jude beschnitten. Dann etwa 5 Wochen später ging die junge Familie in den Tempel und dankte für ihren Sohn und befahl Jesus den Händen Gottes an. Dabei ist Jesus Simeon und Hanna begegnet. Von ihnen handelt die heutige Lesung. Als das Kind 8 Tage später beschnitten wurde, gab man ihm den Namen Jesus. Den Namen, den der Engel genannt hatte, noch bevor Maria schwanger war. Und als dann die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, trugen Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen. So war es im Gesetz vorgeschrieben: Jede männliche Erstgeburt soll Gott gehören. Dabei brachten sie auch das Opfer dar, wie es im Gesetz des Herrn steht, 1 paar Turteltauben und 2 junge Tauben. Damals lebte in Jerusalem ein gerechter und gottesfürchtiger Mann namens Simeon. Er wartete auf die Ankunft des Messias, der Israel Trost und Rettung bringen würde. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und hatte ihm die Gewissheit gegeben, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Als die Eltern Jesu das Kind herbeibrachten, um mit ihm zu tun, wie es nach dem Gesetz üblich war, kam Simeon, vom Geist Gottes geführt, gerade in den Tempel. Er nahm das Kind in seine Arme und pries Gott. Herr, sagte er, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Denn mit meinen eigenen Augen habe ich den Heiland gesehen, den du für alle Völker vorbereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchten und dein Volk Israel zu Ehren bringen wird. Josef und die Mutter Jesu wunderten sich, als sie hörten, was Simeon über das Kind sagte. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter: Er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihn zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das viele sich auflehnen werden. So sehr, dass der Kummer deine Seele wie ein Schwert durchbohren wird. Doch so kommt an den Tag, welche Gedanken in ihren Herzen sind. Damals lebte auch eine alte Prophetin in Jerusalem. Sie hieß Hanna und war eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Nur 7 Jahre war sie verheiratet gewesen und war jetzt eine Witwe von 84 Jahren. Sie verließ den Tempel gar nicht mehr und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie kam jetzt dazu und lobte Gott. Und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Als Maria und Josef alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn verlangte, kehrten sie nach Galiläa in ihre Heimatstadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran. Es wurde kräftig und mit Weisheit erfüllt. Gottes Gnade ruhte sichtlich auf ihm. Soweit die Lesung. Gottes Geist ruhte auf Jesus und davon hören und singen wir das nächste Lied. Your presence.
Am Montag nach dem ersten Advent holte Dominik lustlos seine Arbeitskleidung und die Kellnerbörse aus dem Schrank. Wieder lag ein langer Tag im Hotel Sonnenhof vor ihm. Da flog krachend die Tür auf und sein Kollege Florian kam pfeifend hereingepoltert. »Hattest du einen coolen, freien Tag?« Seufzend schlüpfte Dominik in seine Hose. »Viel zu kurz. Hab mit meiner Frau den Adventsschmuck rausgeholt und daheim alles schön gemacht. Könnte gleich noch einen freien Tag gebrauchen.« Florian schnippte mit den Fingern. »Vielleicht muntert dich unsere Neuigkeit auf. Wir erwarten einen hohen Gast.« »Einen hohen Gast? Wen denn und wann?« Florian zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung, wann er kommt.« »Jetzt lass dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen«, schimpfte Dominik. »Also los, erzähl endlich. Was habe ich verpasst?« »Okay, okay«, Florian hob beschwichtigend die Hände. »Ich erzähle es dir, ja. Muss ich eh machen. Auftrag vom Chef.« Dominik stopfte sein Hemd in die Hose und nickte Florian aufmunternd zu. Der öffnete nun ebenfalls seinen Schrank und holte seine Arbeitskleidung heraus. »Also das war so. Gestern hat Frau Hüpperich, die Mutter vom Chef, einen Anruf entgegengenommen. Du weißt, dass sie ein bisschen schwerhörig ist. Und? Hat sie wieder was Falsches verstanden? Erwarten wir morgen vielleicht eine Braut und bekommen stattdessen eine Lieferung Sauerkraut? Ist alles schon da gewesen?« »Nee, diesmal ist keine Verwechslung möglich. Es handelt sich um einen ehemaligen Schulkameraden von ihr. Herr Fritsche ist vor vielen Jahren von hier weggegangen, hat ein Unternehmen gegründet und ist inzwischen ziemlich vermögend und einflussreich. Und stell dir vor, dieser reiche Typ wird mit seiner Frau, den Kindern und Enkeln hierher kommen in unser schönes Erzgebirge. Er will die Advents- und Weihnachtszeit in seiner Geburtsstadt verbringen und seiner Familie zeigen, wie er als Kind erzgebirgische Weihnacht erlebt hat. Und natürlich wird er sich auch mit Freunden und Schulkameraden treffen.« »Ah, ich verstehe. Und da Frau Hüpperich zu diesen Schulkameraden gehört, wird er bei uns einkehren. Oder will er gar hier übernachten?« Florian winkte ab. »Nee, schlafen wird er woanders. Aber er soll sehr freigebig sein. Da ist garantiert ein saftiges Trinkgeld für uns alle drin. Und wenn wir uns richtig Mühe geben, ihn angemessen zu bedienen, legt der Chef noch was drauf. Denn schließlich will er sich nicht vor dem Schulkameraden seiner Mutter blamieren.« »Das kann ich mir vorstellen. Und wann kommt die Familie Fritsche?« Florian seufzte. »Das ist es ja. Er hat gesagt, er kann das schlecht planen. Er macht sowas eher spontan. Wir sollen es locker nehmen. Er will keinen besonderen Empfang oder so. Er liebt es, wenn es ganz natürlich und einfach zugeht. Das heißt, wir müssen jeden Tag mit seiner Ankunft rechnen?« »Ja, aber das ist noch nicht alles.« »Wie, noch nicht alles? Das ist doch schon schlimm genug. Das bedeutet, jeden Tag alles schon herrichten. Jeden Tag besonderes Essen kochen. Man kann ihn schließlich nicht mit unserer Hausmannskost abspeisen. Jeden Tag geschniegelt und gebügelt herumlaufen und so weiter.« »Nun ja«, während Florian sein Hemd zuknöpfte, wiegte er skeptisch den Kopf. »Das ist alles nicht so einfach. Der Chef hat sich ein bisschen umgehört, hat an dem Ort angerufen, in dem Fritsche seine Firma hat. Die Leute sagen, der Fritsche sei ganz nett, aber er hat einen Tick.« »Welchen Tick denn? Was meinst du?« »Er will nicht, dass die Leute wegen seines Geldes oder seiner Stellung freundlich zu ihm sind. Deshalb gibt er sich nicht gleich zu erkennen.
Ja, man sagt sogar, er habe zuweilen Freude daran, sich zu verkleiden. Seine Familie spielt dieses Spielchen mit. Es kann also sein, dass der Fritzsche eines Abends unerkannt in unser Hotel kommt. Möglicherweise schickt er aber zuerst mal seine Frau, Kinder oder Enkel vor. Na prima, Dominik stöhnte. Dann könnte also jeder Gast, egal ob jung oder alt, ob Frau oder Mann, jemand aus seiner Familie sein. So ist es. Florian klatschte in die Hände. Und deshalb frisch ans Werk. Handle einfach nach dem Motto, jeder Gast ist König. Dann kann nichts schiefgehen. Und was schiefgeht, hören wir nachher weiter. Your face.
Von da an gaben alle Mitarbeiter ihr Bestes. Herr Hüpperich ordnete an, ab sofort verwenden wir beim Kochen kein einziges Fertigprodukt mehr, keine Tiefkühlware und keine Konserven. Der Chefkoch probierte aufwendige Rezepte mit besonderen Zutaten aus und entdeckte seine Freude an der Erschaffung neuer Köstlichkeiten. Frau Hüpperich wuselte höchstpersönlich in der Gaststube herum, half, warf alten Krempel weg, gestaltete die Spielecke neu, putzte und dekorierte, bis der ganze Sonnenhof im vorweihnachtlichen Glanz erstrahlte. Bekleidet mit einem neuen Anzug eilte Herr Hüpperich geschäftig umher und hatte für alle ein gutes Wort. Auch unter den Stammgästen sprach es sich rasch herum, dass jeden Tag ein Mitglied der Familie Fritzsche erscheinen konnte. Das durfte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. So veränderte sich innerhalb kurzer Zeit die Atmosphäre im Sonnenhof. Zudem wurde das Essen besser und es kamen mehr Gäste als üblich. Dominik stellte erstaunt fest, dass er neuerdings mit Freude zur Arbeit ging. Seinen Kollegen schien es ebenso zu gehen. Sie scherzten, halfen sich gegenseitig und versuchten nicht mehr, den anderen auszustechen oder schlecht zu machen. Einige entwickelten auf einmal besondere Gaben, von denen Dominik bisher nichts geahnt hatte. Zum Beispiel brachte die schnippische Kellnerin Vanessa eines Nachmittags eine altmodisch gekleidete Frau in den Gastraum und ermutigte sie, ihren Mantel abzulegen und sich an einen Tisch neben dem Kamin zu setzen. Dabei wirkte Vanessa sehr fürsorglich. So hatte Dominik sie noch nie erlebt. Später in der Küche sagte sie leise: "Eine Tasse Tee für die alte Dame, bitte." Die arme Frau hockte frierend an der Haltestelle. Sie hat ihren Bus verpasst. Da konnte sie doch nicht stehen lassen. Sie sagt, ohne mich hätte sie sich nie in unser Hotel getraut. Ich habe ihr angeboten, den Tee oder etwas zu essen für sie zu bezahlen. Aber das wollte sie nicht annehmen. Grinsend zwinkte Dominik ihr zu. "Du denkst bestimmt, sie könnte die Mutter von Herrn Fritzsche sein, stimmt's?" "Kann sein, dass ich das denke." Vanessa zuckte mit den Schultern. Auf jeden Fall hat sie es verdient, freundlich und zuvorkommend bedient zu werden. Denn falls sie kein Mitglied der Familie Fritzsche ist, hat sie sicher kein leichtes Leben gehabt. "Erzähle ihr bitte von unserer Suppenaktion", warf der Koch ein. "Eine Suppenverkostung für 1 Euro kann sie sich doch bestimmt leisten. In ihrem Alter hat sie sicher selbst schon viel gekocht und weiß, was gut schmeckt. Sag ihr, ich bin ehrlich interessiert an ihren Verbesserungsvorschlägen." Tatsächlich überraschte die Frau den Koch mit vielen brauchbaren Hinweisen und lieferte ihm noch ein Rezept für ein leckeres Dessert, das er am nächsten Tag mit großem Erfolg bei seinen Gästen ausprobierte. Ein paar Tage später brachte ein Küchengehilfe einen Obdachlosen mit und raunte den anderen zu: "Das könnte der verkleidete Herr Fritzsche sein. Wir sollten ihm eine warme Mahlzeit spendieren." Nachdem der Obdachlose die besten Klöße seines Lebens mit Bratwurst und Sauerkraut gegessen hatte, lehnte er sich zufrieden zurück und brachte die anderen Besucher und die Angestellten mit seinen skurrilen Geschichten zum Lachen. Am 3. Advent gabelte Florian einen jungen Burschen auf, der sich geprügelt hatte, und verarztete ihn. Daraufhin half dieser ihnen nach Feierabend beim Aufräumen und schleppte bereitwillig die schwersten Gegenstände. Und Frau Hüpperich, die Mutter des Chefs, wurde nicht müde, sich mit den Kindern der Gäste in der Spielecke zu beschäftigen. Immerhin war es möglich, dass sie die Enkel ihres Schulkameraden bei sich hatte. So verging die Adventszeit. Am Morgen des 22. Dezember bekam der Chef einen Anruf von Herrn Fritzsche. Er teilte ihm mit, dass er leider erkrankt sei und deshalb seine Reise um etliche Tage verschieben müsse. Als Herr Hüpperich seinen Angestellten die Nachricht überbrachte,
fanden sie es gar nicht so schlimm, dass sie nun noch länger auf den hohen Gast warten mussten. Der Koch schwenkte seinen großen Löffel und brummte: Ganz egal, wer kommt, wir geben unser Bestes und damit basta. Die Mutter des Chefs nickte bedächtig. Wir alle haben in den letzten Tagen viel geleistet, aber wir haben auch viel zurückbekommen. Unsere Begabungen und Fähigkeiten sind jetzt erst richtig aus uns herausgekommen. Vanessa meinte, ich habe inzwischen gelernt, jeden Menschen so zu behandeln, als wäre er der höchste Gast der Welt. Jeder ist einzigartig und kann mich beschenken. Diese Erfahrung finde ich genial. Was wir erleben, erinnert mich irgendwie an Jesus, sagte Florian leise. Er ist Gottes Sohn und wurde trotzdem in einem erbärmlichen Stall geboren. Hirten waren seine ersten Gäste. Jesus war sich nicht zu schade, für einfache Leute da zu sein. Er machte keinen Unterschied zwischen arm und reich. Er zeigt uns, Gott liebt jeden Menschen. Jeder ist wertvoll. Dominik schaute von einem zum anderen und dachte, seit dieser hohe Gast seinen Besuch angekündigt hat, haben wir uns alle verändert und sind dadurch selbst beschenkt worden. Ich stehe Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, du hast es hell gemacht auf Erden durch die Geburt deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus.
Du kamst als Licht in diese Welt, du kamst in dein Eigentum. Wir bitten um mehr Licht in dieser dunklen Welt. Wir bitten dich, erleuchte du selbst und erhelle diese Welt. Schenke Licht, um den Weg zu erkennen, Licht für schwierige Entscheidungen, Licht in dunkle Stuben und dunkle Herzen, Licht zu den Kranken, den Pflegern und Ärzten, gerade in dieser so herausfordernden Zeit. Lieber Vater im Himmel, du hast Frieden gebracht auf Erden durch die Geburt deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir bitten um Frieden in unserer zerstrittenen Welt, in der großen Welt und auch bei uns. Frieden für die Menschen. Lass Frieden einkehren in Streit und Konflikten, im weltweiten Maßstab und auch bei uns. Frieden in den Herzen und Häusern. Frieden in die Unruhe und Hektik dieser Welt. Einsicht den Überheblichen, Trost den Leidenden, damit Friede sei auf Erden, wie es der Chor der Engel schon bei deiner Geburt verkündigt hat. So gib nun, Herr, in dieser dunklen und zerrissenen Zeit deinen Frieden und dein Licht, so wie du dich in Stall und Krippe selbst gegeben hast. Du der Friede, du das Licht der Welt. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. The king of my heart
Ja, der Gottesdienst neigt sich dem Ende zu. Und ich glaube, ich habe nicht so viel versprochen. Es war ein besonderer Gottesdienst. Und deshalb möchte ich am Schluss ganz herzlich danken. Vor allem euch danken. Vielen Dank für diese wunderbare, schöne, ja, musikalische Gestaltung. Vielen Dank dir, Mareike, Thomas, Dominik, Julian, Johannes. Vielen Dank euch. Ein herzlichen Dank auch an die Beate, den Stefan. Vielen Dank der Lilly Pohl, unserer Mesnerin. Vielen Dank der Technik. Schön, dass ihr alle so mitgemacht habt an diesem ersten Sonntag nach Weihnachten. Dann möchte ich allen danken, die an den Weihnachtstagen geopfert haben, eine Kollekte eingelegt haben für Hilfe für Brüder oder auch für Brot für die Welt. Die Kollekte im heutigen gemeinsamen Gottesdienst ist für die Arbeit unseres Jugendreferenten Roland Eckert bestimmt, der ganz durch Spenden finanziert wird. Er ist besonders im Konfirmandenunterricht, aber auch bei den Live-Übertragungen in der Gesamtkirchengemeinde präsent und engagiert in der Jugendarbeit. Und es ist interessant mitzuerleben, die ganze Jugendarbeit läuft ja jetzt online, Jungschar, Kinderkirche, Jugendkreis. Es ist spannend und interessant, das so zu erleben, wie das online geschehen kann. Vielen Dank ihm da vor allem dafür, dass er sich da engagiert und das in Händen hält. Vielen Dank, wenn Sie dafür etwas überweisen, entweder an die Gesamtkirchengemeinde mit dem Stichwort Jugendreferent oder einfach in den Briefkasten der Pfarrämter zu werfen, das geht auch. Am Altjahrabend finden verschiedene Gottesdienste in der Gesamtkirchengemeinde statt. Als Livestream der Gottesdienst hier in der Endinger Kirche um 18 Uhr und als Präsenzgottesdienste 16.45 Uhr auf dem Geisberg in Erzingen, 17.30 Uhr in der Kirche in Täbingen und 19 Uhr im Gemeindezentrum in Schönberg. Herzliche Einladung auch zum nächsten gemeinsamen Gottesdienst an Neujahr um 10 Uhr in der Kirche in Täbingen. Wir bitten um Anmeldung bei Claudia Sibera, Telefonnummer 07427915998. Und nun bitten wir um Gottes Segen und ich möchte ihn nochmals als den Weihnachtssegen machen, den Weihnachtssegen 2020. Der lebendige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und jeden von uns in seinen liebenden Händen hält, der segne dich und behüte dich. Er lasse dich ein Weihnachtsfest erleben, an dem du neu seine Gegenwart und Güte spürst. Er begegne dir in Jesus, der wie ein guter Freund dich begleitet, ermutigt, stärkt, tröstet und erfreut. Er schenke dir einen Raum der Ruhe und Besinnung, der Dankbarkeit und Erfrischung, der Wärme und Geborgenheit. Er erfülle dich mit seinem Geist, der dich leitet, befähigt, begabt und als starker Rückenwind dir den Weg leicht macht, den er dich führt. Er lasse seine Hoffnung in dir aufblühen, dass deine Sorge in ihm verborgen, deine Angst in ihm aufgehoben und alles Zerbrochene durch ihn geheilt ist. Er halte die Fähigkeit zum Staunen in dir wach und schenke dir die Lust an Neuem, an Veränderung, Aufbruch und an weiten Horizonten. So segne dich der lebendige Gott, der Vater, der an Weihnachten sein Herz verschenkt hat, der Sohn, der an Weihnachten sein Heim verlassen hat und der Heilige Geist, der an Weihnachten konkret begreifbar und anschaulich geworden ist. Amen. Change.